Das Ding, ich will es gerade sagen, wir haben noch zwei Folgen und das habe ich ja schon wieder vorbereitet. Und zwar im März kommt für HeroQuest Dungeon of the West Passage, ne? Dann im April kommt für das, ne? Trinity's, ne? Civilizations kommt dann eben der Amerikaner Unabhängigkeitskrieg, Part 1, Battle of the Lexington, also Battles of Lexington und Concord. Na, dann im Juli kommt dann der erste Undead-Titel und zwar Tower of the Undead Wizard, also der Turm des untoten Zauberer. Ne? Dann im Juli kommt der zweite Part von der Unabhängigkeitskrieg. Battle of Bunker Hill, ne? Genau, dann kommt da Knights of the Undead Army, also die Ritter der Untoten Armee. Und Oktober, der dritte Band von der amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, genau, Siege of Fort Ticonderoga. Und zwei Nachten kommen dann gleich war auf die Undead. Part 1, ne? Also das wird dann quasi der ne, zuerst hat man da die Wizards an der Wizard und die Knights von der Untoten Armee und dann hat man mit denen Krieg, ne? Und da fängt dann eben dort der Part 1 an und dann, was habe ich jetzt voll falsch gemacht? Okay, Battles, warte mal. Das muss man noch umbenennen. Genau. So. Ja. Zudem, da jetzt mal ein bisschen einer kopiert, ne? Genau. Ja, jetzt wird es passen, genau. Genau. Werbung habe ich schon dafür geschalten, glaube ich, ja. Genau. Also, gib mir mal Gas. Na, aufgedatet und die Patente habe ich wieder erforscht. Warte mal. Einen Haufen Druckaufträge, da machen wir mal die alle. Die sind aber eh voll wenig, wenn man denkt, das sind bloß 100.000 Drücke. Nur 3.000. Aber 30, Entschuldigung. Oh, gut, das sind schon zwei. 2 Millionen, das sind 6 Millionen. Aber wir können ja im Monat 3 Millionen Exemplare drucken, standardmäßig. Deswegen lässt sich das alles locker ausgehen. Ne? So, das weiß ich, geht alles bis Dezember. Das heißt, das geht sich schon viel früher aus. Ne? Na, eben. Damals haben wir sogar schon M plus. Na, jetzt kommen wir sogar schon 5 Millionen. Okay, das ist schon fertig. Man muss immer rechnen, dass es immer gerechnet wird, also auf alle. Wir müssen sicher, ich glaube, so ist das so. So, obwohl man muss schon bei. Manufacturing sind schon einmal bei Hardware. Okay, die Inbox ist gut. Der Controller tut sich auch stabilisieren, ne? Und gut, ja, genau, auf digitale Vermarktung wollte ich ihn. Genau, okay, das haben wir wieder bei 70%. Bottensoft. 2K Games. Der war. Jetzt haben wir aber echt einen Haufen Leute, ne? Okay. Na gut. Ah, da kann man sich schon ein bisschen veröffentlichen.
Veröffentlichen. Na, 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 na. Also jetzt, na doch, daneben. Also das Wald ist. Na, die. Da war doch ein Haufen Sachen angekündigt, ja. Sechs Abfuhr wird da mir noch schon. Genau, weil. Die M-Box, ne? Also die. Mobile Box, die hat jetzt auch schon über 1 Million Benutzer, ne? Na, Hero Quest. Na, holt schon langsam die Benutzerzahl von da ein, ne? Von der Xbox. Na. Vom Profit her ist das noch nicht so lange, aber das wird auch passieren, ne? Na. Na, 77. Boah, 77. Ich meine, natürlich immer, ich sag's immer wieder, da haben wir mal schon mal 100 Millionen verdient pro Monat. Das ist ja wirklich einfach nur noch Druckerei. Schön, aber Luft. So. Das Wichtige ist halt an so Sachen, dass man nicht nur so Sachen hat, die halt einen Haufen Geld einbringt, ne? Wenn man die dann einmal futsch schickt, auch da ist, ne? Und bis danach, es dauert dann auch wieder eine Zeit lang, bis danach, also wenn man, selbst wenn ich jetzt so ein Hero Quest 2 mache, also zwar, dann wird das trotzdem eine Zeit lang dauern. Okay, Druckauftrag. Das wäre das Manufacturing. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen können, weil ich will jetzt nichts umbauen. Wo ist das? Gar nicht, das sogar. Das ist gar nicht. Okay, ja, dann machen wir das, wenn es geht, ohne dass wir irgendwas, genau, dass wir mit den Ansätzen sage. Na, ja, ich weiß, mit 6 vielleicht eher Filter einstellen, im Mokka-Hosting machen kann, also genau, na, Hosting drücken wir machen, aber genau, Marketing, Support, Entwicklung, Design, wir nicht machen, nein. Also ich will nichts machen, wo ich jetzt persönlich was machen muss. Warte mal. März, April? Ja. So, ab und wo will ich sowieso machen? Oh, geht schon super. Dann kann man da gleich schon mal drucken. Drucken. Na. Was ich machen wollte, und zwar ein neues Spiel. Game. In der ja. Abenteuer, was die. Genau, Super Jack. Das weiß ich, wie man Adventure schreibt. Ja. Wenn ich jetzt Google. 6 ist ja drauf mit. Ja. Das ist richtig. Ist es richtig? Ich hab's ja abentschossen. Ja. Bildschirm passen. Genau, super Check. Abentschoss. Genau. Open World. Physik.
wird das Tribut kommen die Moten zu bei Chicos, wie man nicht. Wie einmal ist er wirklich benutzt. Ja. So, Inventur-System, wir öffnen so, kann man schon mühsam benutzen, also, oder? Würde ich schon sagen, ne? Dann, Guardi-Lux, nicht mehr kann man natürlich leider noch nicht. Okay, der Preis ist wieder 77. Ich habe da brav einen 20er auf. Oder soll ich Subscription-Base machen, ne? Na. Weil Krokodil und immer Cluster 1 natürlich. Dann die Game Engine natürlich unsere, das ist nicht automatisch ausgewählt. Es ist lustig, es gibt eigentlich eine modernere, aber die hat trotzdem nicht unter unserem Tech-Level, ne? Wir haben ja zwei Tech-Level, ne? Das heißt, rein wenn man auf Tech-Level geht. Wir sollten die Leute eigentlich immer unsere Produkte benutzen, weil ja. Ich meine, das ist nicht schlecht, das ist ja älter, zwar sogar, aber trotzdem. Wenn man sich denkt, na, man muss immer denken, dass man ja, dass es ne, entwickeln ja meistens eine Zeit lang dauert. Und, nächste Seite. Das macht der John, sondern der Jack. Was steht der 14. Dienst? Da ist es aber voll schwer, wenn man im Marketing-Dienst oder nichts machen. Komisch. Komisch, komisch. Ich hab's gerade schon gedacht. Wo kann ich da natürlich auch nichts, sondern nur beim Entwickeln. Service-Team natürlich auch nicht, ey. Also nur das. Genau, no. Chor und Chor war. Also Chor plus A und so. Ja, genau. Mal das ausbringen. Moment, beachte ich vielleicht entweder Mai, das wäre ein bisschen bald, oder August, und so irgendwo, wo nichts oft. Dark Engine, nicht Engine. Ich hatte eigentlich am Firmenmarkt aus, hat irgendeine Firma. Na. Okay, der war da mit der. Welche Firma ist denn das? Empathie Office Software. Gut, die würde es mir einfach nicht interessieren, dass sie es kaufen. Also, ne. Ich meine, die wäre halt wirklich gerade zu lassen. Wenn es noch ein bisschen mehr hergeben, könnte man es aufkaufen, aber. So. So. Was soll ich jetzt machen? Ja, warte mal. Wegen Datum. Genau. Das müssen wir mal genau das. Ah, das, genau, das ist ja schon fertig. Ah, wir haben ja schon mehr zu geben. Das werden wir veröffentlichen. So. Na, Kopien brauche ich keine. Ich habe sie gedruckt. Okay, dann da, halt da noch schnell. Das, die programmieren dazu, ne? Ist jetzt schon März und das ist dann gleich für April, dass es immer fertig wird. Weil ja, da gibt es eh keine Kreativität, auf die man aufpassen muss, ne? Lustigerweise, ne? Bei Expansion Packs.
Wir sind mal erklären, oder? Wenn man mehr Ort da jetzt. Das ist halt eigentlich nicht das Disco. Nein, ich. Wenn man mit dem Weg genug andere Sachen noch zu machen, oder? Eigentlich. Dafür haben wir eigentlich die Programmiererteams. Das hat der insgesamt ja 80 Leute. Ne? Also, auf den Tag verteilt natürlich so beim Entwickeln. Entwickeln. Puh. Ja, okay. Ja. So, apropos, die kennt noch mal alle. Ja. Jetzt schon. Ja. Kennt noch mal alle die letzten Dinge, ja. Passt so. Jetzt auf. Gut, jetzt haben wir natürlich viel in der Alpha-Phase, oder? Jetzt haben wir immer außer Super Checkpoints jetzt alle immer weiterentwickeln können. Oh, meine ich mir so viel mehr. So viel mehr jetzt, ne? Also, wie schaut's bei Ding aus? Bei EOQuest? Ja. 2,6 Millionen Benutzer, nicht schlecht. Ich jetzt mitten eigentlich aus einem Expansionspark. Oh, noch nicht einmal eine Million eingekriegt, okay. Der dann schon auf die Westpassage, ne? Im Grunde kann man es ja so sehen, dass der erste Dungeon viel da mehr auf woanders hin, ne? Also durch die Westpassage. Und dort treffen wir dann immer neue Gegner, ne? Jetzt hat er 3 Millionen. Ich hätte es momentan auf, vermutlich. Boah, 180. Mal wirklich nehmen wir weg von den 100 Millionen. Na, eine Billion braucht man pro Monat. Das ist schwer. Eine Milliarde. Das braucht man. Das wäre wirklich geil, bitte. Eine Milliarde pro Monat. Man könnte die alle Firmen aufkaufen, wenn man nicht kennt. Jetzt man es jetzt wollt, kennt ich ja nicht. Okay, passt das wieder. Okay. Na, no. Das war wieder 5 Euro Expansion. No. Okay, was haben wir? Ja, 81. Also wir schon in April geht schon. Nein, no, noch nicht. Wir können aber noch mal eine Presseversion oben haben. Kann man einfach einmal ein paar Tieren, oder? Vielleicht geht's nicht mehr. Ich meine, damit es halt da rund um die Uhr
Ich lese mir eben 20 Leute, ne? Also insgesamt 80, aber ja, immer rund um die Uhr 20. Ja. Der Code ist 80. Grafik ist auch bald bei 80. Ja. Ich will da hier nicht mehr. Jetzt hätte ich da doch noch schnell das Twist ist. Nein, nicht das Core, aber das Core Plus. Und da doch 80 Leute auf einmal dazu. Ah, der Dungeon auf der Östpassage. Ich hab wohl so schnell verkauft, dass ich nicht noch produzieren kann. Jetzt haben wir jetzt schon 2 Millionen Benutzer und Bonnie eingestellt habe, dass Maximum 1 Million im Lager ist. Und sie. Da ist 8 Millionen. Das heißt, der hat doch jetzt zumindest seine Vorgänger, also seine 5 Euro Vorgänger, so jetzt geht's. Ah. So. Ist denn das jetzt passiert? Ja. Dann sofort welche Drogen, genau. Okay. Und dann ich gleich. Na, warte mal, bis der Tag vorbei ist, genau. Ja, dann machen wir noch einen ganzen Tag zum. Für die. Doch gut aus. Ja, kommst du weiter. Genau, jetzt damit da. Zack, zack, zack. Zack, zack, zackig. Und da kommen wir eigentlich auch die Glätte in die Presseversion hinterlassen. Okay, 9 Millionen haben wir schon mal geschafft. Ne? Nicht schlecht. Wenn man aber denkt, die zwei, die haben ja nicht so viel geschafft. Aber natürlich haben wir jetzt mehr Benutzer. Ne? Das muss man einmal bedenken. Ne? Jetzt sind wir wirklich nicht mehr weit weg von den 3 Millionen Benutzer. Bis jetzt ist es doch immer aufwärts gegangen. Ne? Ich glaube, meine. Oh Mann. Grüne Zahn. Das ist schön, grüne Zahn. Das ist der monatliche Stimme auf so Quartals für die jährlich. Ich glaube, dass die Firmen mehr so quartalsmäßig planerweise. Ne? Oder halt noch länger aussehen. Ne? Manche planen sich schon Jahre im Voraus. Ne? Okay, letztes Quartal haben wir doch eine halbe Milliarde. Ah, jetzt haben wir schon 6 Milliarden auf dem Konto und eine halbe Milliarde gemacht. Also über eine halbe Milliarde. Ein Quartal davor auch. Okay. Da kann man schon aufstufen. Da geht's auch schon. Da geht's auch schon. Da geht's auch schon, super. Da kann man gleich drucken. Ah, jetzt haben wir mehr die Produkte auf einmal. Jetzt ist die pro Monat niedriger, ne? Hm?
2,97, nicht schlecht. Ich sag's doch, jetzt werden wir bald die 3 Millionen Benutzer knacken. Boah, jetzt haben wir dieses Monat schon 91 Millionen. Ist 13 Millionen mehr als letztes Monat, ne? Das ist schon, ich meine, es war jetzt immer mehr, aber gleich 10 Millionen mehr, das ist ja doch schon wieder ordentlich was. Na, nicht schlecht. Wie schaut's da aus? Okay, ja, wie ihr gewusst habt, das auch schon die Xbox von den Benutzer, aktiven Benutzer. Ah, jetzt haben wir die 3 Millionen knackt. Okay. Vom Profit. Haben wir so interessanterweise noch nicht geknackt. Und die M-Box ist noch immer minusweise. Vielleicht hätte ich doch teurer verkaufen sollen, aber jetzt kann ich sie nicht mehr ändern, ist egal. Ja. Also da schon 1,6 Millionen Benutzer, nicht schlecht. Brav. Ja. Aber vom Gewinn hier ist noch immer die Xbox höher, ja, natürlich. Obwohl man mal die Elonstadt zuzahlt, ne? Da abzieht die 26 Millionen und da die 82 Millionen dazuzahlt. Erkennt sich das ausgehen, dass der Hero-Quest schon mehr verdient hat, aber ja. Mir geht es ja auf sich eh nicht durch die außer die Elonstadt, damit ich schon so erfolgreich. Also das Hauptspiel ist schon so erfolgreich. Dass wir dann wirklich schon auch 100 Millionen durch die Ernst machen, ne? Dann zahlt sich das natürlich, ja, jetzt haben wir wirklich 3. Aha, die wollen die IP. Okay, sonst wird ein Angebot aufgegangen. Was ist es mit dem? Also. Ah, die haben da wohl schon welche Flora, oder? Ziel? Okay. So passt der, oder? Müsste sich ja eh ausgehen. Nicht schlecht. Dungeon of the West Passage hat jetzt aber schon fast 3 Millionen Benutzer, nicht schlecht. Ich glaube, der Dungeon of the West Passage, der hat auf jeden Fall noch ordentlich braucht, finde ich jetzt. Jetzt hat er schon die 3 Millionen Benutzer. Nicht schlecht. Ich meine, ich war jetzt vom Gewinn, wenn man rein Gewinn orientiert denkt, war es natürlich jetzt nicht super, aber. Natürlich hat er jetzt doch noch einige Spiele dazu gebracht, mehr einfach billig ist, ne? Ja. Und mir geht es jetzt momentan ja nicht um die Add-ons-Profite, sondern eher um die Hauptding, ne? Dass man da wirklich immer 100 Millionen schafft und momentan schaut es jetzt so bald so aus, als ob wir es sogar früher schaffen, als was ich gedacht habe, ne? Wenn man es wirklich im letzten Step ja schon auf 10 Millionen Kupfdampfwürfel sind. Ja. Was man dieses erreichen, bin ich gespannt. Also diesen Monat, nicht der, dieses Monat. Was wir immer jetzt erreichen. Ja, das ist natürlich schon ordentlich was.
Ohne Bio mehr wir nicht haben, aber auf jeden Fall mehr. Mehr vorher. Also mehr als 91 Millionen. Ja, was wollt ihr sagen? Noch 2 Millionen, ja. Dann haben wir schon die unsere 100 Millionen Marke erreicht. Und jetzt kommt ja eigentlich gleich das nächste DLC raus. Das wird uns vielleicht auch noch ordentlich was helfen. Okay, ein paar Magnaten da. Da auf der Undead Wizard. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, kein Spiel nicht liefern. Ja, genau, das haben wir jetzt für dich am Tag. Okay, haben wir den Menschen das gekauft. Na, ja, da sieht man schon da auf die Undead Wizard. Das haben schon Ami halt. Ja, super, super checken. Jetzt kommen Pickeln. Das heißt, wir können jetzt da mal einen Termin einstellen. Wenn wir zuerst da den Kalender sehen. Okay, ja, August wird sich eigentlich noch ausgehen, oder? August. Dann machen wir noch eine Werbung. Und dann Herbst, was das ihm was bringt, keine Ahnung. So, aber ich schätze aus. Okay. Na, jetzt ist Hugh ganz kurz davor. Jetzt legt sie gar gleich auf mit dem Profit. Und jetzt, dass man einen Profit dazu rechnet. Hm. Sonst hätte es den Preis schon. Aber ist eigentlich eher von der Xbox eher ordentlicher Erfolg. Wir sind schon schnell fast 100 Millionen am Profit eingebracht. Das ist ja doch nicht schlecht im Vergleich zu den anderen Software, die gerade mal 100.000. Ja, jetzt hat hier EuroQuest ganz Mami überholt. Und wie schaut's? Und damit passt es da August, September. Ja, passt der Juli.
Naja, August ist auf. Ah, ups, ich weiß, August 88 rückt. Oder ist das mit Instagram? Also, das passt eh, oder? Das ist jetzt dann nicht da. Hä? Was jetzt doch vorschreiben, was jetzt? Na, warte, nach was an. Na, Juli, August. Na, der kommt doch vorher, ja, genau, und dann sieht man bei ihm, weil er recht kommt. Na. Und wie schaut's mit Civilization aus? Das hat jetzt auch schon 1,6 Millionen Benutzer, nicht schlecht. Okay, da ist hier eine Quest. Was ist es noch unter den Top Games? Und da ist die Xbox. Auf jeden Fall die Top-Konsole offensichtlich. Hm? Also ist schon die NDSM-Box. Das sehe ich ja schon. Mit fast 2 Millionen Benutzer. Ernst, noch immer noch nicht. Jetzt haben wir schon 3 Millionen Kopien haben wir jetzt schon hier. Und da drauf auf die. Jetzt bis jetzt dann. Jetzt haben wir da schon. Was haben wir schon fast bei 3. Jetzt haben wir bei 3,5 Benutzer. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir 106 Millionen. Nicht schlecht. Jetzt haben wir 1 Milliarde schon. Aber die Xbox wird es auch nicht mehr erreichen. Wirklich nicht schlecht. Und die NDSM-Box wird immer. Ah, 6 kann man noch hinten einhauen. Ja, genau, jetzt hat die Xbox auch schon 1 Milliarde verkauft. Also Profit. Nicht verkauft, Profit gekriegt, ne? Nicht schlecht. Ja, wie schaut's aus? 24 Milliarden. Also das ist jetzt das zweite erfolgreichste profitabelste Addon. Ich glaube, das ist jetzt 10 Euro Addon, also dann bin ich nicht schlecht mit 24 Millionen. Man sieht aber die alten Dungeons, die steigen manchmal auch noch auf, oder der Dungeon auf die Ehe. Das war der vorletzte vom letzten Jahr, 9. September. Die hat jetzt auch 3 Millionen Benutzer. Und Dresch ist auf der Gewöhn A3. Ja, nur der Wort da hat auch schon 3 Millionen. Nur. Also, nein, Earth, genau. Wort hat nur 1 Million, aber. Erfolgt auch 3 Millionen, ja. Also, das heißt, die verkaufen sich. Na, ja. Und der Dungeon of Fire, der ist eigentlich am wenigsten, ich glaube das war der erste, genau. Die ersten zwei, die haben am wenigsten, aber eben die anderen, die dann aber trotzdem noch, die werden trotzdem noch gekauft. Bei Festtag im Studios. Na,
Alter, mein Mütster WD ist wirklich schon wieder fast voll. Also das Replate. Also Demon-Shop. Okay, gehen wir zum Mannshop, genau. Da, den Mannshop. Was? Also na. Jetzt haben wir kurz gedacht, wir haben nur 10%. Aktuell haben wir 72, also der Brave-Wurf. Der, ah, und sie sind mit ihren Beteiligungen sind sie nochmal ordentlich aufgegangen, weil die waren jetzt, am Anfang waren es bei 24 oder 23% Beteiligung, da waren es immer so, ich glaube, bei 2019, jetzt sind sie auf 17 aber gerutscht. Doch interessant, ne? Ja, wenn man sich denkt. So, warte mal, August, Juli haben wir schon wieder was zum veröffentlichen. Battle of Bunker Hill. Wo schaut es mit unserer Beliebtheit aus? Okay. Ja, Handheld-Konsole ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Konsole ist fast jetzt schon jetzt nur noch das letzte Herz. Juhu. Genau. Stimmt, ich glaube, ich bringe nichts. Damit kann ich es eigentlich eh machen, oder? Sicher wird es auch ganz nicht machen. Ein nächstes Racing Game aus. Das ist ja. Ja, schon ein paar. Zwei Jahre alt, oder? April, ja. Okay. Wie ist mit. Ja, sie. Von Laser. Safe Game, das wird nicht zählen. Tag und Nacht. Es geht eigentlich auch. Ne? Open World, Mapping. Inventory-System. Campen mache ich schon irgendwie noch mit einbauen, ist eigentlich egal. Audio. Mit diesem Spracheingabe. No. Okay, 70 Euro pro Ding. 5 Euro. 2 Subscription oder. Na, das passt, das mache ich ja normal. Und das. Auf 30 Euro habe ich. No. So, gleich wieder und der Mission. Dann die S und Q. Dann die Hebdown. NS und Konami. Nächste Seite. Und das soll ich machen. Oh, keine 6 Teams. Und da kann der Core Plus alles machen. Was haben wir das auszubringen? Vielleicht November, oder? November wird nicht passen. Da wäre ich noch nichts. Genau. Dann kannst du Tag der Werbung machen. Perfekt. Und gleich hypen. Na, ja, perfekt, ne? Druckauftrag. Die kann ich, mache ich gern. Okay, lustig jetzt. Haben's wieder. Haben's wieder um ein paar Millionen erhöht. Den Preis, weil sie das Civilization IP haben wollen, ne? Also, weil sie das Spiel kaufen wollen, ne? Also, die Rechte natürlich.
Abo ich hat Civilizations aus. Also, abholt 2 Millionen Benutzer. Ist dann auch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, der steigt fast ein bisschen schneller auf als SEO-Quest, oder? Das hat ein bisschen länger braucht, bis zu 2 Millionen Bäume ein. Ich meine, jetzt geht es ziemlich schnell, finde ich. Also dieses Jahr. Ja? Manchmal geht es ziemlich schnell. Jetzt haben wir schon 3,6. Aber für ein bis zu den 2 Millionen, das hat schon gedauert. Ja? Vielleicht mache ich das nächste Civilizations Subscription Best. Und da es schon eine Zeit lang rausließ, du jetzt den Preis um. €22 verringern auf 50 €. Das ist auch noch immer ein guter Preis, ne? Aus meiner Sicht. Und das kauft sich dann vielleicht der eine oder der andere, der zuerst noch gewartet hatte, dass es billiger wird. Na, wie schaut's aus? Was werden wir dieses Monat machen? Wenn wir jetzt schon fast 100 Millionen haben, na, dann gehe ich davon aus, dass wir. Miss Boss, ich tue die IP jetzt abklemmen. Meine habe ich jetzt. Dass da irgendwas kaputt wird. Also, dass ich es nicht versehentlich draufdrücke und dann verkaufe. Meine eigene IP. Vielleicht habt ihr das ja jetzt mitgekriegt. Dass ich jetzt nicht mehr ganz so viel Exklusivität, die das machen, weil das. Ich meine nicht die Kabel, ne? Jetzt habe ich sogar gute Sachen. Na? Wenn man auf maximal Profit von allen veröffentlichen schaut, ist der NTS-Box und EU-Quest. Also die Xbox und die EU-Quest. Das EU-Quest-Spiel. Ganz oben, ne? Das heißt, selbst wenn man andere Spiele oder Software mehr Benutzer haben, ne? Haben wir trotzdem bis jetzt, also haben wir trotzdem mehr verdient, ne? Das heißt, man muss gar nicht am meisten Benutzer haben, ne? Das ist auch die am meisten aktive Benutzer, sondern am Ende geht es ja immer nur ums Geld, ne? Ja, und hat einmal August. Ja, kommt genau das. Na, da werden wir für nächstes Jahr 3 Erweiterungen rausbringen, ne? Die machen wir dann in der Mitte, ne? So. November, August, Mai. Und wenn wir schon hoffen, wir Erweiterungen rausbringen, weil wir werden da wieder und da wieder. Ne? Dieses Jahr waren es schon 8 Erweiterungen, ne? Wo steht 3 noch? Ne? Und so schon über 10 Erweiterungen, also 11, über 10 Erweiterungen, ne? Die wir dann pro Jahr ganz kriegen, kaufen können. Also, was haben wir jetzt im Monat? 116 Millionen. Das wäre gleich nochmal ein Zehner drauf, ne? Also 10 Millionen mehr drauf, bitte. Na, jetzt sind wir bei 3,7. Jetzt sind wir bei 4 Millionen. Also dieses Jahr geht es echt irgendwie vorwärts. Finde ich mit dem. Mit dem. Ja, jetzt haben wir schon 3,8. Sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Das ist dann übrigens die letzte Folge zur Spielzeit.